Ich glaubte übrigens nicht einem Menschen. Ich glaubte nur, eine Bestie zu töten, die Frankreich verdarb. Wer hat Ihnen nur diesen entsetzlichen Hass, diesen Marat, eingeimpft? Ich benötige nicht den eines Dritten. Es genügt der meine. Aber der Gedanke muss Ihnen doch durch irgendeinen Dritten eingeimpft worden sein. Was man sich nicht selbst vorgenommen hat, führt man nicht so gut aus. Aber was in aller Welt hassten Sie denn gar so sehr an ihm? Seine Verbrechen. Nochmals also, was verstehen Sie darunter? Die durch ihn heraufbeschworenen Wirren. Aber die waren doch... Hast du es schon gehört? Was denn? Möglich. Aber er setzte... Ja, von dem Attentat. Alles umzuwerfen. Ja, und? Und was hat das... Ganz schön barbarisch, oder? Weißt du schon, wer es war? Ja, ein Mann, der in Weiberrücken steckte. Eine Frau. Quatsch, eine Frau. Ja, ja, doch, eine junge Frau. Frau Müller hat sie gesehen. Ich protestiere. Die Mörderin ist viel zu schön. Verzeihung, ich korrigiere. Die verbreiteten Bilder der Mörderin stellen sie einfach viel zu vorteilhaft dar. Ich fordere also ein sofortiges Herstellungsverbot ihrer Porträts. An deren Stadt sollen Bilder treten, die ihr wahres Wesen widerspiegeln. Jusqu'à quand, oh malheureux Français? Lange genug und über genug haben verbrecherische Parteimänner ihre Privatinteressen denen der Allgemeinheit übergeordnet. Warum also, ihr Opfer unseliger Raserei, warum opfert ihr euch selbst? Mordet euch gegenseitig, um dann auf den Ruinen des Landes das Gebäude einer Tyrannei zu errichten? Und nun aus dem Programm Backen für die Revolution. Heute mit Brot für das Volk. Beginnen Sie damit, 400 Gramm Roggenvollkornmehl zu finden. Im Zweifelsfall, wenn Sie nicht alles da haben sollten, außerdem brauchen Sie auch Wasser, wenn Sie nicht alles da haben sollten, dann fragen oder überfallen Sie höflich Ihren Nachbarn. Verkneten Sie 150 Gramm Mehl mit 250 Milliliter Wasser. Gegenwiegen können Sie das Ganze mit einer noch nicht erfundenen digitalen Küchenwaage oder mit einem Vergleichswert. Wir empfehlen da ein gut gelünschtes, verräterisches Aristokratenherz. Wir arbeiten an unserer Vernichtung mit weit mehr Tatkraft als an der Errichtung unserer Freiheit. Ein kurzer Moment noch. Und von uns wird nicht mehr übrig sein, als die Erinnerung, dass wir einmal gewesen sind. Nun decken Sie den Teig mit einem Stück Stoff, das Sie aus der Royalistenflagge gerissen haben, zu. Meditieren Sie 3 Tage über die Bedeutung von Liberté, Egalité, Fraternité. Fraternité. Vergessen Sie dabei allerdings nicht, alle 24 Stunden den Teig umzurühren. Damit der Teig dann auch schön sauer wird, lesen Sie ihn immer wieder aus der Steuergesetzgebung des Königs vor. Also, an deren Stadt sollen Bilder treten, die ihr wahres Wesen widerspiegeln. Eine Teufel, ein weiblicher Judas. Marat, er war ein Heiliger. Um solch einen Menschen zu schaffen, benötigt die Natur Jahrtausende. Falls Sie bis hierhin noch keinen Hungerstod erlitten haben, so folgt nun der konkrete Brotbackvorgang. Verkneten Sie die Sauerteigmischung mit Mehl, Wasser, Salz und Zucker. Sollten Sie weder Salz noch Zucker da haben, lassen Sie es weg. Die Freiheit hat bisweilen einen faden Nachgeschmack. Gut. Also, der Revolutionseklat. Jean-Paul Marat spricht erstmalig exklusiv über seine Feinde und seinen Erfolg. Ich weiß, dass Sie mehr denn je intrigieren und dass Sie Ihnen alle daran gefallen, meine Geduld zu erschöpfen. Mögen Sie es immer tun. Man ist kein Apostel der Wahrheit, wenn man nicht den Mut hat, Märtyrer zu sein. Charlotte Corday. Aristokratie? Natürlich. Natürlich. Hatte wohl Angst um den eigenen perlenbesetzten Hals. Mon Dieu, cette tête doit tomber.
Mein Gott, der Kopf wird rollen. Formen Sie nun aus Ihrem Gemisch ein Leib und lassen dies zugedeckt 6 Stunden stehen. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen und jetzt den Teig für ca. 60 Minuten backen. Et voilà! Brot! Sollte Ihnen all das zu viel Aufwand sein, gehen Sie doch einfach zum Markt und kaufen sich ein Stück Kuchen. Ein Garten bei Caen in Frankreich, der die Aussicht zu einer entfernten ländlichen Gegend öffnet. Aus einem anstoßenden Gartensaal treten Vater und Mutter Cordet. Die Mutter hat kein Auge zugetan. Ob aufgrund des Schnarchen des Vaters oder der baldigen Rückkehr der Kinder, das weiß sie nicht. Nachdem sie die Blumen gegossen und die Küche geputzt hat, hat sie für sich und den Vater das Frühstück gerichtet. Ja, und seitdem wartet sie darauf, dass er erwacht. Die Fliegen umschwirren bereits die Wurst, die Butter ist geschmolzen, das Toastbrot ist kalt und ausgetrocknet. Das Schnarchen des Vaters dringt von dem geöffneten Schlafzimmerfenster bis in den Garten. Der Vater hat die halbe Nacht kein Auge zugetan. Ob wegen der Rückkehr der Kinder oder dem Gezappel der Mutter, weiß er nicht genau. Er denkt schon lange über getrennte Schlafzimmer nach. Oh, die Unruhe weckt mich heute, ehe es taget. Ich grüße dich, du holdes Morgenrot. Du leuchtest schon der Wiederkehr der Kinder. Oh, nie schloss mein Auge ruhig sich, seit sie uns verließen, die wir treu und innig lieben. Du gabst der Tochter bitte endlich nach. Oh, niemals, niemals hätte ich sie gewährt. Doch schweigend wehrt ich immer deinen Willen. Sagt die Mutter, und ein Gefühl von Verachtung und Angst macht sich in ihr breit. Doch droht Gefahr, lauert viel Verderben. Fügt sich hinzu und fragt sich, ob eine hohe Gartenhecke anstelle des kleinen weißen Gartenzauns ihre Angst besänftigen würde. Sei unbesorgt, zur Seite ihres Bruders, des mutigen, doch auch nicht so raschen Jünglings, was soll dir da auch Schlimmes begegnen? Die Eltern ziehen sich, um der Sonne zu entfliehen, in den schattigen Teil des Gartens zurück. Charlotte kommt aus dem hinteren Teil des Gartens in einfachen Reisekleidern. Sie sieht sich in der Mitte des Theaters umher. Sehe ich euch wieder, o heilige Schatten? Bist du es wirklich, beschützendes Dach? Hierher geflüchtet im Schoße der Ruhe höre ich nicht weiter das klagende Ach. Das mir in Mauern dort, in jenen Verhassten, schrecklich ertönte, verräterisch wach. Stille. Noch schlafen die treuen Geliebten. Sorge umschwebte sein silbernes Haupt. Weite im Busen der sorglichsten Mutter, ungern mich lassend der Pflege beraubt. Hier will ich weilen. Bis sie nun erwachen, hier von der Ulme verborgen, umlaubt. Sie betritt den Teil des Gartens, in dem sich die Eltern befinden. Die Mutter erblickt sie und begrüßt sie überschwänglich, der Vater etwas distanziert. Wisst ihr, was ich nicht glauben kann? Stille. Nein, nein, noch hört mein Ohr der grausen Töne Klang der Waffen, das Geschrei der Mordlust Stimmen, den Unschuldsseufzer aus beklemmter Brust, den Klageruf der Mütter, Väter, Söhne, der bleichen Braut im welken Myrtenkranze. Durch Maras Blutdurst jedes Glücks beraubt. Weh mir, dass ich diese Gräuel sah. Ein Schauder im Grauen umwebt mir jeden Sinn, seit ich sah, was ich niemals glaubte. So, jetzt aber. Wisst ihr, was ich nicht glauben kann? 16.500.
16.500 Opfer der Guillotine in den letzten 14 Monaten. Rechnet das mal nach. Das sind 1.178 im Monat, also 39,5 am Tag. Dafür haben wir doch gar nicht die ausreichende Guillotineninfrastruktur. Ich habe hier keine Guillotine gesehen. Ihr etwa? Na also. Und wenn der Henker krank ist, ja, bildet sich dann eine Schlange bis Paris? Und dann hätten wir doch noch das Problem mit den 39,5 Köpfen. Und den Körpern selbstverständlich. Werden die an einem Ort gesammelt? Werden dann die 39,5 Toten täglich oder doch eher die 276,5 teils vergammelten Leichen wöchentlich abgeholt? Wohl kaum. Dann bleibt ja nur noch verbrennen. Aber Verbrennungsanlagen habe ich hier beim besten Willen nicht gesehen. Das sind doch alles ganz klar Fake News, um Aufstände des Pöbels zu verhindern. Diese Revolution, die ist doch von vorn bis hinten inszeniert. Du, weißt du, die Nachbarn haben letztens gesagt, dass mit den 16.500 Toten, das stimmt gar nicht. Charlotte fasst Mut und betritt jetzt den Teil, in dem sich die Eltern befinden. Oh Charlotte, meine Tochter, sehe ich dich wieder? Wo ist dein Bruder? Er verließ dich nicht? Nein, Mutter, wir sind beide glücklich hier. Entkommen jeglicher Gefahr, die ahnt dein Herz umschwebte. Mein Vater, sieh, da bin ich wieder. Dank dir, dass du mir dein Ja zugestanden. Meine gute Mutter hatte recht. Ich sah und ein heißer Feuerbrand hat sich seitdem in meiner Brust entzündet. Wo sagt es die Welt ein Mörderhaus? Nichts gilt dort mehr. Kein Recht und kein Gesetz. Es triumphiert das Laster. Es seufzt die Tugend. Blut ist die Lösung. Blut und wieder Blut. Ob schuldig oder schuldlos, fragt man nicht. Die Väter morden ihre eigenen Söhne. Die Söhne ihrer Väter zur Vergeltung wieder. Kein Alter, kein Stand, kein Geschlecht entschlüpft der mordlos Wut, entkeimt im Kinderherzen und trägt schnell schrecklich reife Früchte. Der Tod tanzt dort in üppig bunten Reihen. Ein weites Grab umfasst, verschlingt sie alle und haucht die Pest aus giftig schwangern Dünsten. Oh, halt ein, meine Tochter! Stets sah dein Aug an Schwärmerei gewöhnt, das Schöne, schöner als es wirklich ist. Das Grauenhafte, ekliger und wilder. Ich bete dir zur Heilung starke Mittel und hoffte auf deine Genesung. Doch mit Erstaunen sehe ich mich getäuscht. Lass dich die Wahrheit kühler denken lernen. Sie allein kann der Fantasie gebieten. Sie? Sie allein kann. Vater! Glaubst du, dass ich aus dem Reich der Luft gegen Fantasie Gestalten leihe? Denen es an Farben fehlen, die recht zu malen, was sich dort dem Auge zeigt? Auch wenn ich mit hohem Dichtersprung begabt, das, was ich dort sah und wie mein Herz empfand, so arm wäre jede Sprache dieser Erde. Der Vater, überfordert von der Situation, nimmt seine Tochter in den Arm, um sich und sie zu beruhigen. Oh, du bist erschöpft? Ja, erschöpft von der Reise. Von dem vielen, was dein Auge sah, das das weiche Herz empfand. Bedarfst der Ruhe, oh meine Tochter. Wir haben all der süßen Ruhe nötig. Durch sie, bestärkt, besänftigt, wirst du bald die vielen Schrecknisse besiegen und kühler, viel kühler denken, nicht so rasch empfinden. Und die Mutter denkt zurück an die Tage, an denen sie selbst noch rasch empfand. An die Jugendtage, an denen das Herz noch wild schlug und die Brüste noch straff waren. Tage, an denen die Blicke der Männer sie noch trafen. Blicke, die ihr Wert zusprachen. Die Mutter philosophiert nicht selten über die Welt. Aber eine Frage treibt sie schon lange um. Wenn ich einen Brokkoli unter den Eiffelturm lege, diesen Brokkoli, aber nie eine andere Person zu Gesicht bekommt,
Wie kann ich dann sicher sein, dass er wirklich existiert? Wenn eine Frau von keinem Manne je gesehen wird, wie kann sie sich dann überhaupt sicher sein, zu existieren? Bald wirst du wandeln in den stillen Hain. Vertraulich lagern dich in ihren Schatten und wieder lächeln und die Welt beweinen und Blumen lesen von den weichen Matten. Charlotte, wir ändern nichts. Das Schicksal mag erscheinen, in Lichtgestalt, sich im dunklen Gatten. Die Zukunft nur enthüllt Gemach die Lose. Und im Schutz des Dorns entfaltet sich die Rose. Und wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, ständigen Menschen nach Rom. Und wir bleiben allein zurück. Man schreibt nur einmal. Und was uns das Schreckliche unserer Lage ertragen lässt, das ist der Gedanke, dass niemand durch meinen Tod etwas verlieren wird. Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen. Glücklich ist jemand, der gut von anderen denkt, trotz täglicher Enttäuschungen und Missverständnisse. Shit happens. Der menschliche Körper ist wie ein Pferd, das am schnellsten und freisten mit einem leichten Reiter unterwegs ist. Und der leichteste aller Reiter ist ein glückliches Herz.
Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist Kuchen. Das Rezept für Gelassenheit ist ganz einfach. Man darf sich nicht über Dinge aufregen, die nicht zu ändern sind. Nein, ruhen kann ich nicht. Es ist umsonst. Stets denkt mein Sinn und immer neu mit welchem Schrecken, welchem Grauen, welchen starken Farben Charlotte uns diese Schreckensszene malte. Die ganze Seele davon ergriffen. Wie schwer drückt jetzt der Vorwurf mir mein Herz? Oh, meine Teure! Glück ist das, was uns passiert, wenn wir uns erlauben, zu erkennen, wie gut die Dinge wirklich sind. Nein, mich trifft er mehr, der Vorwurf. Ich tat nicht recht. Ich hätte nicht so weiblich nachgeben dürfen. Hier wäre widerstrebend strenge Pflicht gewesen. Ach, oh, ein Männerherz. Vertraut mit der Stärke, ahnt es kaum. Schnelleres Gefühl, die leicht bewegten Seiten zittern macht. In der zarten Weiblichkeit zurecht verliebt. Liebe dich selbst. Es ist wichtig, positiv zu bleiben. Denn wahre Schönheit, die kommt von innen. Sinnen wir darauf, wie wir die Bilder scheuchen, die sich gigantisch ihrem Auge malen. Bewegt und dunkel wird sie uns erscheinen. Und Gram wird an den wunden Herzen lagen. Und die Wangen bleichen. Und wie die Blüte, die ein Wurm verheert, wird sie ihr ähnlich langsam sterben. One small positive thought in the morning can change your whole day. Hinweg, Gedanke! Wer ertrüge dich? Wohin entlocken dich die Schreckensbilder? So tiefer Gram sei niemals unser Los. Dem Guten wie dem Schlechten wurden Grenzen. Train your mind to see the good in every situation. Oh, süße Hoffnung, deine Strahlen scheinen. Du bist der Balsam unserem wunden Herz. Wer ertrüge ohne dich solch bittere Schmerz? Ich erkläre hiermit in Anwesenheit der Akademie von Frankreich die Rechte der Frau und Bürgerin. Die Mütter, Töchter, Schwestern, die Repräsentantinnen der Nation verlangen, in der Nationalversammlung vertreten zu sein. Unter Berücksichtigung, dass Unkenntnis, Vergessen und Geringschätzung der Rechte der Frau die einzigen Gründe sind für die allgemeinen Missstände und die Verdorbenheit der Regierung, haben Sie sich dazu entschlossen, in einer feierlichen Erklärung die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte der Frau darzulegen, damit diese Forderung stets allen Mitgliedern der sozialen Körperschaften vorliegt und sie unaufhörlich an ihre Rechten und Pflichten erinnert. Und damit die Forderung der Bürgerinnen stets dem Wohle aller, dem Schutz der Verfassung und den guten Sitten dienen. Das an Schönheit und Mut zu mütterlichen Schmerzen überlegene Geschlecht stellt somit fest und erklärt hier in Anwesenheit und unter dem Schutz des höchsten Wesens die folgenden Rechte der Frau und Bürgerinnen. Artikel 1. Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Mann gleich an Rechten. Soziale Unterschiede können nur auf einen gemeinschaftlichen Nutzen hin begründet werden. Artikel 2. Das Ziel eines jeden politischen Zusammenschlusses ist die Erhaltung der natürlichen und unverjährbaren Rechte der Frau und des Mannes. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und ganz besonders das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Artikel 3. Der Ursprung aller Herrschaftsgewalt liegt...
wohl uns? Mein lieber Antoine, wohl uns? Geborgen sind wir nun wieder hier, im Schoße der Ruhe. Doch fühle ich sie nur halb. Im Regen sehen und schweben schaurig jene schwarzen Bilder, die ich vergeblich zu verscheuchen strebe. Sah die Erde jemals solche Gräuel? Nein, liebe Schwester. Aber hier auf diesem Boden, wo alles lacht, im lieblichsten Gewand, hier lass uns schweigen. Lass uns sie vergessen, die Schreckensszenen, die den Sinn erschüttern. Ich meine, zu sehr ist dein Geist damit stets beschäftigt. Oh, sieh umher. Wie reizend alles blüht. Natur, du wirfst in stiller Einfalt fort nach unbezwinglichen ewigen Gesetzen. Aber wir wollen nicht grübeln. Sag, hast du schon die Lieblingsplätze gesucht, die du die holden Bilder der Unschuldszeit der süßen Kindheit nanntest? Noch nicht. Vergönne mir noch eine Frage. Wen hältst du für den schrecklichsten Verbrecher? Ihn, Marat? Oder Robespierre? Welchen? Franzosen! Franzosen! Ihr habt das Recht zu leben wie der König. Wer kann sagen, er habe das Recht zu essen, solange ihr ohne Brot seid? Die Gesetze des Volkes sind bloß leere, auf prunkvollem Papier stehende Versprechungen. Plündert Magazine, nehmt euch, was euch zusteht. Und vor den Türen der Magazine, da sollen die Wucherer, die Ausbeuter hängen, die ihre Köpfe verlieren. Franzosen, ich fordere euch auf, startet die wahre Revolution. Die bisherige Revolution war nichts als ein elendes Theater. Marat. Sag mir deine Gründe. Er ist die starke Hand, hat Millionen Hände im Volk, ihre Dienste will ich leisten. Sie knien hin, sie beten ihn an. Sie nennen ihn den Volksfreund, die Betrogenen. Und die Guten folgen, weil sie irrig wählen, sie dienen der gerechten Sache. Und die Schlimmen, weil er sie reich bezahlt vom Raube der Gemordeten. Ja, und die Güter der Hingeopferten, sie fallen der Republik anheim, die niemals Rechenschaft verlangen werden. Niemals. Denn sie selbst sind Kläger und Richter der eigenen Sache. Und das blinde Volk? Die stehen alle miteinander zu spät auf. Diese Herren Akademiker. Ihre Arbeit besteht aus Frühstück, Zeitung lesen, Empfang und Abstatten von Besuchen. Sie speisen in der Stadt, gehen vom Tisch zum Theater und wenn ihnen noch ein wenig Zeit bleibt, so holen sie in der schönen Schwachsaftigkeit zu genügend Neuigkeiten ein. Und diese Akademie von Frankreich. Die hat sich nun 11.409 Mal versammelt, hat über 340 Lobsprüche und 3.658 anerkannte Gutachten verteilt über Schminken, Haarpomade, Hühneraugenpflaster, Wanzensalben. Wanzensalben! Und die beste Form von Perücken, Klistierspitzen und tausend Dingen von ähnlicher Wichtigkeit. Schweine. Fette, unnütze, bewegungsunfähige Zuchtschweine. 260.000 Aristokratenköpfe müssen in Frankreich zur Rettung des Vaterlandes rollen. Gezeichnet Ami du Peuple. Freund des Volkes. Freund des Volkes. Freund des Volkes. Also, so habe ich noch keinen Politiker reden hören. Das ist neu. Endlich sagt mal einer. Das blinde Volk, das weiß einen Traum lediglich zu erhalten. Sieh, wie du mich ins Gespräch gezogen hast.
eine Sache, dass du nie wieder diese herbe Seite neu berühren möchtest. Sei nur gut, mein lieber Antoine. Die Seite wird ja einmal auch verheilen. Wo alles schweigt, verstummt auch diese. Wo alles schweigt, verstummt auch diese. Wir ändern nichts. Oh, wäre meine Hand doch ausersehen, das, die Welt von einem Scheusal zu befreien. Sinnig träumend hier. Verstehe ich mich auch selbst in dem Gedanken und habe ich ihn bis auf den Grund erforscht? Und wer hilft mir nun? Wer aus diesem Labyrinth, aus diesen Wellenfluten von Gedanken? Also selbst von Angesicht die blutigen Verteidiger der Gesetze. Und war es, wie der Sage Rede ging, die ich vergrößert hoffte? Ja, Vater. Mehr als ihr je gehört ist wahr. Doch nie werde ich des ganzen Jammers Umfang nie euch schildern. Danton, Robespierre, sind Teufel, wie die Erde sie niemals trug. Im Nationalkonvent, im Angesicht des ganzen Volkes, da hörte ich sie behaupten. Um meinen Grundsatz würdig zu durchfechten, sei es ein Nichts. Und kaum der Rede wert, ob Hunderttausende den Geist verhaupten. Mir fuhr ein kalter Schauer durchs Herz, fasste unwillkürlich Kraft nach der Seite und glaubte mir, hätte ich Waffen nur gehabt, ich hätte diesen Verräter schnell durchbohrt. Wohl uns, mein Sohn, ich lobe deinen Mut, doch viel hätte wohl dein Eifer nicht genützt. Die Bösen gleichen der lernäischen Schlange. Aus ihrem Blut entsprießen neue wieder. Eine Götterhand allein nur kann sie töten. Götterhand, ja. Eine Götterhand allein nur kann sie töten. Bald, oh mein Sohn, werden diese Gräuel enden. Der Schrecken ist der Mentor eines Tages. Ja, so lernte Cicero, bestätigt hat noch jede Zeitgeschichte diesen Spruch. Er gilt noch heute, sicher gilt er immer. Das arme Mädchen, wie nahm sie sich? Charlotte. Sie sprach nicht viel. Doch aus der tiefsten Brust entstiegen Seufzer, die bekommenen Herzen, und wenn ich dann aus ihren Träumen sie erweckte, sah sie mich mit starrem Blick an und sprach: Du weißt nicht, Bruder, was mein Herz bewegt. Mir glüht's im Busen heiß und unauslöschlich. Ich drang nicht in sie, denn ihr selbst lehrtet mir still zu ehren ein gebeugt Gemüt, und auch muss das eigene Herz sich selbst bekämpfen. Sagt der Bruder und versucht, so gut es geht, seine Angst zu verbergen. Die Angst lähmt die Glieder des Bruders, drückt ihn hinab in ein tiefes Schwarz, dämpft seinen Atem,
scheinst ja heiterer. Bist du gestärkt? Erzähl uns, Mädchen, nichts von Blut und Mord, was dich empörte. Das wollen wir womöglich aus dem Gedächtnis tilgen. Erzähl uns lieber, wie man sich trägt. Ihr Mädchen hat Augen für solche Sachen. Und die Göttin Mode verlässt gewiss nicht ihren Thron, wenn alle Fürstensitze leer aufstellen. Wovor weiß man von alledem nichts? Ein einziger Gedanke war lebendig. Eine einzige Farbe mein Auge sichtbar. In Strömen hätte sie dort fließen sehen. Aufstehen davon! Beim Sturm auf das königliche Schloss. Deine blühenden Sinne erscheinen immer neu und stärker. Die traurigen Bilder der Vergangenheit. Komm, lass uns lieber mit dem frohen Aug der Hoffnung die Blicke zu den Sternen richten. Wenn dein Leben und dein Vater auf ihn nicht drängt, der Sitz des Königs. Empfehlen, dass sich die Dinge hier leicht ändern können. Die Wohlgesinnten, die werden heimlich. Denn 30.000 Bürger zählen wir bald, die in Paris den Einzug wagen und fest entschlossen sind, mit Mut zu sterben, wenn sie das Vaterland retten können. So viele Bürger wollen fleißig opfern. Das Vaterland ist dieses Opfer wert! Ich schulde Ihnen, teuerster Papa, Gehorsam und reise nun doch ohne Ihre Erlaubnis und reise sogar ohne Sie gesehen zu haben, weil der Schmerz allzu groß wäre. Ich gehe nach England, weil ich daran verzweifle, in Frankreich in Glück und Frieden leben zu können. Ich gebe diesen Brief in der Stunde meiner Abreise zur Post und wenn Sie ihn erhalten, bin ich schon außer Landes. Der Himmel versagt uns nun einmal das Glück des Zusammenlebens, wie er manches andere uns versagt hat. Leben Sie wohl, mein lieber Papa, und vergessen Sie mich nicht. Am 9. Juli, Charlotte Corday.
Aber was will sie denn in England? Ist doch schön hier. Ja. Und da regnet es doch auch ständig. Ja, und das Essen erst. Unverständlich. Bitte um ungehinderte Passage für Marie-Charlotte Corday auf Cap. Alter! 24 Jahre. Größe! 5 Fuß 1 Zoll. Haare! Braun! Augen! Blau! Stirn! Hoch! Nase! Lang! Mund! Mittelmäßig! Kinn! Rund mit Grübchen! Gesichtsform! Oval! Ausgestellt zu Kap! 8. April 1793! Im 2. Jahre der Republik! Unterzeichnet Marie-Charlotte Corday! Vermerkung auf der Rückseite! Visiert! Im Rathause zu Kap für eine Reise nach Paris! Was? Die ist gar nicht nach England gefahren. Nach Paris ist sie gegangen. Ja, aber was will sie denn da? Wie? Was war der Zweck ihrer Pariser Reise? Marat zu töten. Ja, und was gab den Grund ab für eine so abscheuliche Tat? Alle seine Verbrechen. Aber was verstehen Sie denn darunter, seine Verbrechen? Den allenthalben von Ihnen angezettelten Bürgerkrieg. Aber ist es Ihnen denn nicht geläufig, dass ein junges Mädchen von guter Herkunft nicht alleine reist und dass es sich da auch doch an gewisse Etikettfragen zu halten pflegt? Bei Plänen wie den Nein gibt es keine Etikettfragen. Saal in Marats Hause. Verziert mit dem bekannten Gemälde des Junius Brutus. Robespierre anständig gekleidet, Marat nachlässig, betreten den Saal. Marat zuerst. Robespierre spricht. Der Augenblick ist gut. Ihn benutzen erfordert Klugheit. Glaubt ihr, dass man es im Konvent duldet, weiterhin duldet, dass aus seiner Mitte die besten Köpfe schon verschwunden sind, sich im Gefängnis befinden? Wogegen wollen wir, da niemand horcht, offen sprechen, nicht eine Klage zu beweisen ist? Wenn wir nicht handeln, handeln Sie gewiss. Sagt den Vorwand, den ihr brauchen wollt. Den sichersten. Maßregeln für das öffentliche Wohl. Gut. Doch lasst euch Zeit. Geht nicht so rasch zu Werk. Treibt es nach und nach, so geht es sichtbar. Keiner darf entwischen. Die Klügsten. Die Klügsten, genau die müssen sterben. Glaubt es, die sind uns am ersten im Weg. Bürger Marat, ich komme aus Caen. Ich nehme an, dass Sie in Ihrer Vaterlandsliebe mit Interesse einen Bericht über die unseligen Ereignisse in diesem Teil der Republik anhören werden. Um 1 Uhr spreche ich wieder vor. Haben Sie die Güte, mich zu empfangen und mir eine kurze Unterredung zu gewähren? Ich will Ihnen Gelegenheit geben, Frankreich einen großen Dienst zu erweisen. Paris, am 12. Juli, Charlotte Corday. Vielleicht kommen Sie mal und schauen sich den Diktator Marat an. Was werden Sie denn finden? Einen armen Teufel, der bettlägerig wie er ist. Alle Würden dieser Erde hergeben für ein paar gesunde Tage und freilich auch jetzt 100-mal mehr mit dem Leid des Volkes, als mit seiner Krankheit beschäftigt ist. Wer in aller Welt hat Ihnen nur diesen entsetzlichen Hass gegen Marat eingeimpft? Ich benötigte nicht ihn eines Dritten. Es genügte der Meine. Aber der Gedanke muss ihm doch durch irgendeinen Dritten eingeimpft worden sein. Naja, was man selbst sich nicht vornimmt, das führt man nicht so gut aus. Ja, aber was in aller Welt hassen Sie denn so sehr an ihm? Alle seine Verbrechen! Nochmals also, was verstehen Sie darunter? Die von
von ihnen heraufbeschworenen Wirren. Und die waren doch nicht nur sein Werk. Möglich. Aber er setzte alles in Bewegung, um alles umzuwerfen. Und was versprechen Sie sich von seinem Tode? Den Frieden. Der Bürger Marat, Mann des Volkes, ermordet von einer feigen Aristokratin. Unser Freund, krank wie er war, befand sich nichtsahnd in der Badewanne, um seinen schmerzhaften Hautleiden Linderung zu verschaffen, als diese unsagbare Teufelin mit einem Küchenmesser auf ihn einstach. Niemals hätte ich solch eine Grausamkeit in einem Weibe erwartet. Niemals hätte ich solch eine Grausamkeit in unserer schönen Republik erwartet. Setz dich zu mir, Mädchen. Du hast deinem Land einen wichtigen Dienst erwiesen. Ich werde dafür sorgen, dass die Verräter hier in Paris in kürzester Frist guillotiniert werden. Getötet zu haben? Dieser hier ist nun einmal tot. Die anderen Maras werden sich vorsehen. Ganz Frankreich blickt heute auf die Verhandlung der Charlotte Corday. Kaltblütige Mörderin oder rettender Engel? Sie war eher kräftig als zart. Ihre blauen Augen waren durchdringend und blickten streng. Hand und Arm waren vorbildlich schön. Ihre Bewegung und ihre Haltung waren voll keuscher Anmut. Ihre gesamte Erscheinung verdiente wohl den Meißel eines Praxiteles oder den Pinsel eines Appelles. Die
Die Ärzte wollen an der Leiche der Corday eine zu exaltierende Handlung prädestinierender Besonderheit festgestellt haben, die ihrerseits Vorbedingung der Tat war und sie dazu bestimmte. Die Ärzte nennen das Sagesse Morale. Und so stellten sie sich die Basis einer Tat vor. Kein langsames Wachsen, keine Leidenschaft, kein Überwinden von Todesfurcht und Lebenstrieb, sondern nur ein anatomisches Substrat mit einer kleinen papiernen Etikette von zwei Worten dran. An die Herren des Sicherheitsausschusses, darf ich wohl, da ich ja doch nur noch kurze Zeit zu leben habe, wohl auf die Erlaubnis hoffen, mich malen zu lassen? Ich möchte meinen Freunden gern diesen Gegenstand der Erinnerung hinterlassen. Und just so, wie man im Bildnis gern hervorragende Bürger verewigt sieht, so lässt man sich wohl durch Porträts großer Verbrecher vom Verbrechen abschrecken. Gewähren Sie mir diese meine Bitte, so darf ich wohl hoffen, dass Sie mir morgen einen Miniaturenmaler schicken. Inzwischen erneuere ich mein Anliegen, mich doch allein in meiner Zelle schlafen zu lassen. Glauben Sie an meine aufrichtige Erkenntlichkeit am 15. Juli im zweiten Jahre der Republik, Marie-Charlotte Corday. Das rote Hemd der Vatermörder, das ihr bei der Fahrt zum Revolutionsplatz so gut zu Gesicht stand. Es wird in den nächsten Wochen zur großen Damenmode. Findige Fabrikanten machen gute Geschäfte mit Nachbildung ihres roten Halstuches, mit dem sie die schamhafte, den bloßen Busen, den entblößten Busen bedeckt hatte. In der Kommode haben wir außerdem gefunden, erstens, einen rosa seidenen Unterrock, einen zweiten aus weißer Baumwolle, beide umgezeichnet. Zweitens, zwei Frauenhemden gezeichnet, C.D. Drittens, zwei Paar Seidenhosen, das eine weiß, das andere grau. Viertens, einen kleinen weißen Frisiermantel mit zwei verschlungenen C gezeichnet. Fünftens, vier weiße Taschentücher gezeichnet, C.